Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So, ja, da unten tänzelt etwas rum, das tut richtig weh gerade, das zu sehen. Und deswegen gehe ich da jetzt auch, gehen jetzt erstmal hier rein in Mamas Atmo Gigantenstatulle und da sehen wir einen Mythic Teddy. Und ja, er ist jetzt nicht ganz so interessant. So. Dann haben wir hier nach wie vor diese Burobu Tire Box von gestern. Die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Irgendwie habe ich das Gefühl, Congregate hat so mein Video von gestern sich angeguckt und hat gesagt, okay, da hat er irgendwo recht. Weil ich habe ja gestern gesagt, eigentlich rein prinzipiell ist bis Tire 2 das Ding besser als das Sonderangebot von der normalen Box. Rein prinzipiell. Problem ist, dass es eben Karten sind, die jetzt nicht unbedingt für den für irgendein BGE zu gebrauchen sind. Und deswegen macht das Ganze für mich weniger Sinn. Besser wäre es eben, wenn es Educated-Karten wären. Und dann, siehe da, ist die Highschool-Tire-Box da. Schauen wir da mal rein. Haben wir Highschool-Bill als Pre-Combo, Quark Preschool, Francine, die braucht keiner, Bill Daugherty, Dr. Kyle und Neil Goldman. Und jetzt kommen wir dazu, das tut noch mehr weh, diese ganzen Kombos zu sehen. Bending School Grad, dann haben wir Bible Studies, Highschool-Bill, Home Ec Teachers, hier Guidance Counselors, Obedient School Brines, Cubert Farnsworth, dann haben wir hier Chosen Brian Fry, Cadet Hills, High School Linda, Diorama Jean, CIA Students und hier hinten Lab Student Max. Das sind ungefähr geschätzte 9 geile Kombos, die ich gerne spiele und gerne habe. Ja, und wenn wir da reingucken, wenn man jetzt das Ding hier bis dorthin holen würde, bis Tier 4, hätten wir 1400, 2300, 3000 Gems zu bezahlen, hätten einen Level 1 High School Bill, hätten einen legendären Stein, also schon mal hier, also einen legendären Stein, eine legendäre Karte aus Steinen, hier dann nochmal eine zweite, das heißt zwei legendäre, da unten eine sichere dritte, drei legendäre Karten, dann hätten wir hier noch drei epische oder besser. Also so wie bei einem normalen Sonderangebot, ein Pull, drei Pulls. Dann hätten wir noch Gigiwatts, die brauchen wir jetzt nicht auszurechnen. Wir hätten 5 mal 24 Stunden Forschungsbeschleunigung, 6 mal 8 Stunden Forschungsbeschleunigung. Und hinzu kämen hier noch eben Random Mastery Tokens, 3 mal, 2 mal 5 und 1 mal 10, das wären dann auch nochmal ungeschätzte 4000 Mastery Stones, die wir dadurch bekommen. Also die Box, die ist auf jeden Fall mega interessant und tut auch richtig weh, das zu sehen. Muss ich mir echt mal Gedanken machen, ich gucke mal die Free Gems an, ob da was dabei ist, ob ich das mir leiste oder nicht. Also, dann haben wir hier Brian, High School Linda, Quark Preschool, Henry, Herbert Debater und Philip J. Fry. Auf jeden Fall auch ein cooles Pack. Den Mythic Brian kriegt man so auf die Art und Weise erstmal nicht zusammen. Unwahrscheinlich. Hubert Farnsworth, Dr. Banjo, Quark Preschool, Henry Avery Vater, Francine Smith und Philip J. Fry. Hier stört mich nach wie vor die Francine. So, und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt und gucken uns mal ganz kurz an, was da so am Start ist. Hier haben wir als allererstes den Junkie Bobby. Und der Junkie Bobby ist das hier. Gucken wir mal da rein. Da, und das ist jetzt wird's heftig. Jetzt sehen wir nämlich hier. Ein Mythic Bobby. Hier ist ein Mythic Bobby. Ich drehe mal einen Mythic Bobby. So, den habe ich heute das erste Mal hier gesehen. Da habe ich gedacht, what, Mythic Bobby? Und wenn ich mir das Ding so schon angucke, ist der ja schon brutal. Aber wenn ich mir da rechts angucke, was da rauskommt mit Butterscotch Cookies, 35 Revanche und 43 Gas, das ist der Oberhammer. 10% drauf wärst du schon bei 47 Gas und bei 38 oder 39 Revanche. Da ist eigentlich so gut wie jede Karte nach einer Runde down. Also das ist mega brutal. Was willst du denn dagegen noch machen? 43 Gas oder eben 47 Gas. Übelst. Also wirklich übelst. So. Also wenn ich einen Mythic Bobby hätte, würde ich mir wahrscheinlich dieses Ding da für diese 500 Gems holen. Wenigstens einmal. So, dann gucken wir mal hier rein. Dann haben wir hier die Peggy mit Musikkarten. Dann kommt da die Peggy Unplugged raus. Die ist nicht so wirklich gut. Nein, da hast du nur Cripple. Das Ding lohnt sich nicht wirklich. Also 500 Gems so auszugeben, nö.
Dann kommen wir zur Postal Lois, eine relativ neue Combo. Schauen wir uns die mal an. Postal Lois ist das hier mit, ja, gehen wir mal hier weiter runter. Da haben wir die Lois Griffin. Und dann haben wir hier Hottis Salon und so weiter, also Kostümkarten. Und dann kommt da hinten Postal Lois raus, relativ defensiv mit Bodyguard, Leech und einer Mauer. Wenn wir das Ganze noch maxen, dann sehen wir die richtigen maximalen Werte. So, was haben wir da? 21 Bodyguard, 26 Leech und 21 Mauer. Das ist schon ziemlich stark, muss ich sagen. Aber es ist eben einfach nur defensiv. Ne? Aber die Karte kriegst du so eigentlich so gut wie gar nicht down durch die Mauer, Bodyguard und eben Leech. So. Fehlt nur ein schöner, geiler Effekt da drauf. Ein anderer offensiver Effekt, dann ist das Ding ein Killer. So ist es halt, ja. Ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt holen, aber ja. Aber sie ist auf jeden Fall stark. So, PQ Smooth Peggy. Verstehe ich eigentlich nicht so ganz, weil eigentlich ist es ja ein Hank, der da drauf zu sehen ist. Und irgendwie habe ich in Erinnerung, dass das Ding mal anders hieß. Aber gut. PQ Smooth Peggy ist das jetzt hier. Und die ist eben mit Gamer-Karten. Der Wireless Audio Transmitter ist diesmal nicht mit dabei. Beste Möglichkeit ist der Burger Boss Bob. Man lasst die ein bisschen Craze. Lohnt sich nicht. Braucht man nicht. Brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut sich mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animations Rollern mit mir, dem Ende. Schaut rein, macht's gut, bis dann, tschüss. Guck mal, bei der PQ Smooth Peggy ist die Episch einfach besser als die Legendäre. Propane besser als Burger Boss. Ja. Witzig. Ich habe damals, ganz ehrlich, habe ich auch lieber die Propane noch drin gehabt. Also in der Anfangszeit, da gab es ja, das war ja so witzig, hast du legendäre Karten und so weiter und hast eine Propane mit drin. Also so ein Schwachsinn war dabei. Aber das ist heutzutage kannst du damit ja gar nichts mehr anfangen. Aber du hast recht, tatsächlich, die PQ Smooth Peggy, hier, guckt euch das an. Mit der Propane tatsächlich besser als im Burger Boss Bob. Rechts, guckt mal, da, hier. In der epischen Version haben wir 18 Angriff und 16 Schild und da haben wir nur 17 Angriff und 15 Schild. Also mal wieder Kong-Logik. Interessant. Ja, macht's gut, bis dann und tschüss.